So, und hiermit ein herzliches Willkommen zurück zu unserem, Live-Let's Play Together, würde ich sagen. Heute mal ohne den guten Snoopy, damit ich auch mal wieder ein bisschen vorproduzieren kann, weil er hat ja die ersten Tage wohl wirklich ein paar Stündchen vorgearbeitet, wie es aussieht. Mal gucken, was wir hier machen werden. Wir haben ja letztens erst hier so schön herausgefunden, wie wir die Arbeitswege kurz halten können. Wohlgemerkt, wirklich schön kurz halten können. Dann haben wir hier eine Botanik errichtet, wo wir gleichzeitig das Holz produzieren und gleich verarbeiten können. Oh Mann. Irgendwie kommen mir ein bisschen die Träger wenig vor, aber okay. Ich glaube, ich muss einen Zusatzträger bauen. Anstellen. Bauen wir mal bei Beiträge. So, hatten wir jetzt noch irgendeinen Auftrag, den wir hätten machen können müssen? Dafür brauchen wir einen Schneider, einen Lackierer, dafür brauchen wir eine Schneiderei. Das ist nichts. Wir produzieren gerade Schaufeln und die Teile hier. Schaufeln, weil sie wieder gut im Kommen sind und das Zeug sieht eigentlich auch nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Wird hier erstklassig produziert, ne? So. Hammer. Ein paar haben auf Lager. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Dann setzen wir doch gleich mal hier 12 zur Lieferung. Ja, das sieht gut aus. Jetzt mal noch 12 um. So, dann haben wir auch gleich noch unser Level. Ups. Level Ups, die Panzer. Okay, was können wir denn hier jetzt eigentlich mal anstellen? Metallproduktion hatten wir schon, ne? Plastikproduktion. Was sind das hier? Angestellten Obergrenze erhöhen. Da könnten wir das ausrutschen. Montagespezialist. Direkt kontaktiere deine gegenwärtigen Kunden direkt und baue bessere Beziehungen. Könnte man sich jetzt auch schon mal überlegen. Abzockerexperte. Lerne, wie man Angebote macht, um höhere Bezahlung für alle Kundenaufträge zu erhalten. Hört sich auch nicht schlecht an, muss man sagen. Wie viele Punkte? 3 haben wir. 3 Punkte haben wir zur Verfügung. Oder Direktvermarktung. Wobei die 2. 2 haben wir ja sowieso schon. Schwere. Was ist denn das hier? Freunde dich mit dem Bürgermeister an. Miete um 20% gesenkt. Kosten für die Beschaffung neuer Grundstücke um 40% gesenkt. So langsam müsste ich mich mal entscheiden, ne? Ich tendiere aber auch so ein bisschen Richtung hier Montagespezialist. Damit ich immer 2 Leute habe, die montieren können. Dafür müssten die anderen aber etwas schneller. Arbeiter können zu Fertigungsspezialisten hochgestuft werden. Sind die dann eigentlich auch schneller? Sind aber teurer und benötigen ein höheres Komfortlevel als gewöhnliche Bediener. Ah, okay. Das ist natürlich wieder eine andere Sache. Schaltet die Fähigkeit frei, deine erfahrenen Bediener zu Holzspezialisten hochzustufen. Spezialisten arbeiten in einem bestimmten Bereich viel effizienter. Sind aber teurer und benötigen bla 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 bla, das ist klar. Dann würde ich doch mal langsam Richtung Kundenaufträge. 25% mehr. Lockt. So, das können wir ausliefern. Ist das wenigstens schon mal weg. Wenigstens etwas. Wenigstens mal eine Sache.
Was brauchen wir denn dafür jetzt eigentlich noch? Wäre jetzt natürlich ratsam, wenn wir einsehen könnten, was wir dafür brauchen. Mal wieder repariert werden, ne? Müsste dann auch mal wieder repariert werden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen fies. Normalerweise müssten die das jetzt von dort rüber tragen, damit die nicht unnötig laufen müssen. Aber das läuft ja wie nichts. Mal gar nicht, so in dem Sinne. Aber wenn wir weiter auf Schränke arbeiten, muss ich hier langsam mal eine zweite Reissäge spendieren. Weil ich gerade nicht weiß, das sind die Schränke. Wie viele Gradschnitte haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Im Endeffekt alles einmal Gradschnitt. Gut. Das ist schon mal etwas gut zu wissen. Doch, es ist besser, wenn wir mal eine zweite holen. Eine Leimstation müsste eigentlich reichen für den Anfang. Dann können wir doch eigentlich auch gleich mal hier... Geht nicht dahin. Mist. Dann packen wir das erstmal hier. Das ist auch egal. So. Bestellen. Kann man jetzt? Ja, man kann schon. Gut. So. Das hier. Nee, umsetzen wollte ich es jetzt nicht. Koppeln. Da. Koppel dich. Das und das kann ich noch anfügen, okay? Warte mal. Muss das nicht mal gekoppelt sein? Sehe ich das gerade richtig? Ach Quatsch. Stimmt ja. Es wurde einem ja weggenommen. Dann muss ich das ja damit koppeln, wenn das da ist. Oder beziehungsweise jetzt schon koppeln. Und natürlich mit dem. So, dann lagert er das nämlich nicht mehr hier drin. Dementsprechend müsste ich aber auch gucken. Das sind die beiden, die damit gekoppelt sind, okay. Doch, die sind gekoppelt. Das und das ist gekoppelt, ja? Gut. Kann ich das nicht irgendwo einsehen? Das ist jetzt was die machen? Das wollte ich jetzt auch nicht. Aber hier gibt es noch genug. In dem Sinne. Das kann auch abdrücken. Dann laufen die Schränke hoffentlich auch mal ein bisschen schneller. So, dann was bräuchten wir denn eigentlich rein theoretisch mal? Also wir haben jetzt hier eine komplette Station für Holz, eine komplette Station für Dings hier, ne? Dann könnten wir jetzt eigentlich auch gleich noch eine komplette Station machen, nur mit Erzfeinderbind.
Wenn dir etwas Spanisch vorkommt, solltest du mal auf die Schaltfläche klicken. Da stimmt was nicht. In deiner Fabrik... Was? In deiner Fabrik Spione haben sich unter unsere Arbeiter gemischt. Finde sie, bevor sie Ärger machen. Erzfeind-Agent. Okay. So, das waren die. Was, es gibt auch Geld? Geil. Das ist geil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, das sind 3, passt. Auch nicht schlecht. Ach so, aktuelle Angestellte, 10 Arbeiter. Ah, okay. Also sowas gibt auch Geld. Das wusste ich noch nicht. Aber gut zu wissen. So, haben wir noch irgendwie 5 dafür, 7 dafür. So, gibt's demnächst fertige Schränke. Juhu. Und dann müssen wir uns langsam mal eine Lackierstation zulegen. Obwohl eine, glaube ich, auch nicht allzu viel reicht. Noch ein Mitarbeiter aufgestuft. Yeah, Paul Baumann. Das läuft noch alles, ist prima. So. Gibt ja eigentlich noch ganz schön was, was man hier bauen kann, ne? Oder bebauen, so in dem Sinne. Was ich mich nur ein bisschen frage, ist, ob die Dinger immer noch am Tischrand bleiben können. Oder ob man die auch eventuell so innen reinsetzen kann. Naja, wird man ja dann sehen. Na, wie sieht's aus? Die Regale müssten noch langsam mal fertig sein, Mensch. So, Aufgaben. Eines wurde weggenommen. Was geht nach unten? Ah, das sieht ein bisschen besser aus. Was haben wir denn hiermit? Oh, der Preis geht nach oben. Die grün markierten sind dann wohl immer so, dass der Preis ein wenig nach oben geht. Oder wie, dass wir die schon mal produziert haben? Ich weiß gerade gar nicht. Also manchmal glaube ich, dass man die schon produziert hat, dass das angezeigt wird. Oh,
Was haben wir jetzt eigentlich mit den Maschinen alles abgedeckt? Tischlerstation. Im Endeffekt macht er eigentlich sowieso nur alles, was die Tischler machen. Was Holz ist. Könnten auch ein kleines bisschen schneller produzieren. Aber ich würde mal sagen, ich mache mal eben kurz Päuschen, um mehr was zu trinken. Und ich habe hier rein gehauscht. Ist das schlimm? Na gut, dann sage ich mal bis gleich. Dann geht es jetzt auch weiter. Wir machen nochmal wieder auf normal. Und hoffen, dass diese Regale jetzt endlich, diese Kommoden jetzt endlich mal fertig werden. Oder auch nicht. Weil sie schon wieder abhauen. Ah, ist das schön. Nee, da müssen noch ein paar fertiggestellt werden. Das ist nur noch eine. Einmal kleben, fertig. Gut. Irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass da jetzt nicht viel läuft. Aber gucken. Scheinbar sehen sie das nicht eher als Auftrag an. Sind die nicht fertig? Sind noch fertig. Zwei Stück da. So, alles da. Macht jetzt weiter. Wollen sie nicht. Geht doch. Der nächste Schrank fertig. Läuft. Ich glaube, ich muss die Ablagefläche ein bisschen größer machen, dass sie die Schränke setzen können. Na, mal gucken, der eine noch. Dann sind die auch schon wieder fertig. Das mit diesem Lagerplatz gefällt mir nicht so ganz. Hätte ich doch lieber irgendwie hier so ein bisschen daneben, aber die Sache ist, wenn ich das erweitere, kann ich das alles wieder abreißen. Ist auch irgendwo ein bisschen fies. Um ehrlich zu sein. Wir könnten die Tische hier machen. Menge 15 Einheiten, Frist 2 Tage, 2 Stunden. Das kann ich nie und nimmer gewährleisten, weil die Dinger nicht schnell genug arbeiten. Das ist das Problem. Da liegt nämlich das Problem. So, da müssen wir das jetzt nämlich umstellen. Da haben wir jetzt eine doppelte Sägenleistung. Das ist immer noch das gleiche. Können wir hier? Nein.